أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتويش بارك الله فيكم. ونزا سمينار تيما اس ديس مال ويزنس ايجنشافتن und Charakter benehmen eines Moslems, wie man diesen Charakter und das Benehmen verbessern kann, dass wir diese, sage ich jetzt, diese Eigenschaft, dass man ein gutes Benehmen hat, brauchen, weil das zum Iman gehört. Das hat auch mit allgemein mit dem Adab zu tun, das wird mit den Regeln, die wir in unserer Religion haben. Und festzustellen ist, dass unsere Nation viele Krankheiten hat. Und eine Krankheit davon ist das fehlende Benehmen und das, die fehlenden Charaktereigenschaften. Wären die Muslime oder wären wir heutzutage wie die Sahaba radhiyallahu alaihim und wie die Tabi'in mit Charakter, wäre unsere Lage total anders gewesen. Aber leider, diese Krankheiten, die wir haben, die sind verschieden. Das fängt erstmal mit Unwissenheit. Und das ist das, der schlimmste Feind für einen Muslim, ist die Unwissenheit. Dann die Erziehung, Probleme oder Erziehungsprobleme, Erziehungskrankheit. Und ich meine mit der Erziehung nicht nur das Häusliche, was man zu Hause bekommen hat, sondern ich meine mit der Erziehung, diese Erziehung, dass der Muslim wächst mit dem Islam und dass er für den Islam wirkt. Drittens, wir haben eine Krankheit, das ist, dass man viel redet und weniger leistet oder überhaupt nicht leistet. Dann viertens gibt es die Krankheit, dass man das Ikhlas wenig geworden ist. Dann eine Krankheit, das ist die Spaltung dieser Nation. Jede Gruppe ist überheblich für das, was sie behauptet und was sie sagt. Dann haben wir das Problem mit dem Charakter und mit dem Benehmen allgemein. Wir haben dann verschiedene Krankheiten. Unter anderem, es gibt dieses Problem, das Fehlende an Benehmen und spezifisch man merkt das auch bei den Leuten, die in die Moscheen gehen. Das wird, man wird schnell zornig, man verliert die Geduld, man fängt Probleme an, so schnell. Und wenn zwei Brüder diskutieren, dann wird es schnell zu, das kommt schnell zu Beschimpfen oder dass man den anderen Vorwürfe macht. Und das ist, das sind natürlich Themen, die wir beheben müssen, oder die sind Probleme, die wir lösen müssen, Krankheiten, die wir wirklich heilen müssen, und jeder muss bei sich selber anfangen. Das heißt, dieses Phänomen oder überhaupt dieses Problem, dass man nur die Fehler auf die anderen schiebt, und dass man nur die Fehler von den anderen sieht und dass man die anderen kritisiert und dass man sich selber vergisst, das ist ein großes Problem. Wirklich, das macht auch die Umma allgemein, das macht die Muslime kaputt, dass sie nur von den anderen verlangen und bei den anderen die Probleme sehen und die vergessen sich selber. So haben wir eine Lösung, die wir im Islam, Alhamdulillah, im Koran und in der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir haben eine Lösung für dieses Problem. Das erste ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ändert nichts in einem Volk, solange
die Leute sich nicht ändern, das wird einzeln. Wenn du eine Änderung für diese Nation willst, dann musst du bei dir selbst anfangen, nicht bei den anderen. Aber dass du zum Beispiel die Fehler bei den anderen merkst und suchst und feststellst und bei dir nicht, das ist natürlich sehr schlimm, weil das dazu führt, dass man arrogant wird, dass man automatisch Hassgefühle entwickelt und dass man sich von der Gemeinschaft abkapselt oder trennt, langsam, langsam. Und bei diesem Prozess, Hassgefühle entwickeln, Arroganz im Herzen haben, lossagen und trennen von der Gemeinschaft, dann kommt hier der Scheitan. Und er kann hier sehr gut wirken. Oder die kommen die Leute, die, wal'iyadu billah, falsche Wege und falsche Ansichten haben oder falsche Meinungen haben. Und die können diese Person in diesem Prozess, in diesem Abschnitt, sie können die Person so viel bewirken, dass die Person total eine andere Person wird. So soll man für sich selber entscheiden. Bevor ich die Fehler von X und von Y feststelle oder suche, soll ich meine eigenen Fehler suchen. Aber das Problem ist, wie kann man seine eigenen Fehler feststellen? Schau mal, einer, der Bid'a macht zum Beispiel, einer, der Bid'a macht, der wird niemals denken, dass er falsch ist. Der wird niemals denken, dass er sich ändert. Der wird niemals denken, dass er eine Sünde begeht. Diese Person denkt, er ist richtig. Deshalb, der denkt überhaupt nicht. Einer, der Schirk begeht und keiner erzählt ihm, dass Schirk ist, der wird auch denken, wenn er Schirk begeht, dass er Allah anbetet oder dass er gut ist, dass er gut macht. Einer, der Haram begeht und der weiß nicht, dass es Haram ist. Es gibt bestimmte, sage ich jetzt, Haram oder es gibt bestimmte verbotene Handlungen, die Leute, nicht alle Leute wissen, dass es Haram ist. Wir nehmen als Beispiel heute zum Beispiel Zinsen zu nehmen. Es gibt manche, die Zinsen nehmen und die denken, dass sie etwas Gutes machen. Die wissen nicht, dass das nicht in Ordnung ist. Und charaktermäßig, es gibt manche, die betrügen oder die lügen und die denken, dass das schlau ist oder die denken, dass dies in Ordnung ist, weil sie hier in Deutschland leben. Deshalb, das ist sehr schwer. In diesem Prozess, wenn man Arroganzgefühle, wenn man überheblich wird, wenn man Hassgefühle entwickelt und wenn man sich lossagt von der Gemeinschaft und dann kommt der Scheitan und der macht bei oder diese falschen Gedanken, dann wird diese Person bewirkt, indem diese Person denkt, ich bin richtig und ich mache weiter. Und das ist sehr schwer dann, diese Fehlereigenschaften zu bemerken oder festzustellen. Und hier, barakallahu fikum, damit wir uns ändern, müssen wir erstmal unsere Fehler anerkennen. Und dann müssen wir bereit sein, diese Fehler zu beheben, zu ändern. Wenn wir das machen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Aber wie weißt du das? Du kannst es wissen, indem du zum Beispiel Koran liest und verstehst und die Hadithe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liest und verstehst. Zum Beispiel, du liest im Koran, derjenige, der Khawan, Kafur ist, Allah subhanahu wa ta'ala liebt ihn nicht. Das ist derjenige, der Verräter ist, der arrogant ist, derjenige, der schlechte Wörter sagt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt ihn nicht. Allah subhanahu wa ta'ala mag von uns, dass wir geduldig sind, dass wir nicht zornig sind. Dann fragt man sich selber, ist das bei mir, dass ich schnell zornig werde? Ist das bei mir, dass ich Geduld zeige oder ist es umgekehrt? Das ist eine Methode. Damit du selber weißt. Zweitens, du fragst Gelehrten. Ich habe diese Eigenschaft und jene Eigenschaft und ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Drittens, du fragst
Du fragst deine Brüder, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Nicht jeder, der sagt, ich bin Muslim und ich bin, der betet neben dir, dann ist er ein vertrauenswürdiger Bruder. Aufpassen, ne? Nicht jeder. Viertens, du fragst die Leute oder du merkst, was die Leute sagen. Auch eventuell, wenn deine Feinde von dir erzählen, dann fragst du dich. Zum Beispiel ein Feind von dir, der sagt, ja, schau mal, diese Person, der kann nicht so viel Koran. Ja, dann fragst du dich selber, ist das richtig so oder falsch? Und das sind manche Methoden, damit man feststellen kann, ob man wirklich Fehler hat oder nicht. Und wenn man merkt, dass man Fehler hat, dann muss man sich ändern. Und wenn die Muslime sich ändern, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch unsere Lage total ändern. Aber wenn wir von den anderen das verlangen und wir vergessen uns selber und wir schieben immer Schuld auf die anderen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala bei uns nicht ändern. Und wenn auch etwas geändert wird zum Positiven, zum Guten, dann sollte man wissen, dass dies eine Prüfung ist, eine Versuchung für uns. Aber immer die Sache ist so, ändert sich die Nation zum Guten, wird Allah subhanahu wa ta'ala auch die Umstände zum Guten ändern. Macht man das nicht, dann wird auch das nicht gemacht. Das ist das Erste. Zweitens, die andere Aya, die im Koran ist, die ist wichtig. Und zwar, Ya ayyuha alladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dhal, idha ihtadaytum. Sinngemäß erklärt diese Aya. Das ist, ihr, die den richtigen Glauben verinnerlicht habt, kümmert euch um euch selber. Es schadet euch nicht. Wer irre gegangen ist, solange ihr rechtgeleitet seid. Also wenn du rechtgeleitet bist, dann schadet dir das nicht, dass die anderen irre gegangen sind. Aber was bedeutet diese Aya? Das bedeutet, wenn du das Gute gebietest und das Schlechte verbietest, wenn du selber deine Religion richtig praktizierst, dann wird es dir nicht schaden, dass Leute in die Irre gehen. Das ist der Sinn und Konzept dieser Aya. Nicht, dass man denkt, ja, ist mir egal, das geht mich nicht an, was die anderen machen. Doch in der Religion, das geht uns an, weil das unsere Religion ist. Und wir wollen nicht, dass die Leute falsches Verständnis vom Islam haben. Aber wenn du selber rechtgeleitet bist, dann schadet dir nicht, was die anderen tun. Aber wie kannst du wissen, dass du rechtgeleitet bist? Das ist allgemein. Bist du rechtgeleitet? Rechtleitung heißt nicht, wie manche denken, dass man nur betet oder fastet und dass man in die Moschee geht. Das ist eine Rechtleitung. Es gibt im Islam verschiedene Arten von Rechtleitungen. Es gibt eine Rechtleitung zum Islam, mit Sicherheit. Wenn man nicht Muslim ist, dann kommt man zum Islam. Das ist eine große Rechtleitung. Aber dann gibt es auch Rechtleitung im Islam. Im Islam gibt es auch Rechtleitung, weil der Prophet Muhammad s.a.w. uns sagte, meine Nation wird sich in 73 Gruppierungen spalten. 72 gehen in die Hölle, eine kommt ins Paradies. Hier ein paar Wörter vielleicht dazu auch zu sagen. Einige versuchen heute, diese Überlieferung als schwach einzustufen. Oder die sagen, ach, die Bedeutung ist 72 kommen ins Paradies und eine in die Hölle. Das ist, wenn man sowas sagt, da hat man nicht verstanden, was der Islam ist. Weil wenn wir uns spalten und trotzdem kommen wir alle ins Paradies, und wir sind alle rechtgeleitet, das heißt, Spaltung ist gut und Einheit ist schlecht. Und das geht niemals. Das ist Widerspruch. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, ihr dürft nicht eure Religion spalten, ihr dürft nicht gruppieren
Und ihr dürft nicht sozusagen euch voneinander trennen. Und deshalb hier in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Das heißt, diejenigen, die versuchen, diese Überlieferung zu, sage ich jetzt so, umzukippen und anders zu erklären, das ist das Erste. Zweitens, diejenigen, die behaupten, diese Überlieferung wäre schwach. Warum schwach? Es gibt doch diese Überlieferung, das bei Ibn Majah und bei Tirmidhi und das ist bei anderen auch Gelehrten. Und es gibt verschiedene Überlieferungsketten und mit Sicherheit einige Überlieferungsketten sind mindestens anzunehmen. Ich würde nicht sagen sahih. Es gibt eine Überlieferungskette, die sahih ist. Das ist authentisch und stark. Aber einige Überlieferungsketten, mindestens ist dieses Hadith Hassan. Und wenn das Hassan ist, ich weiß nicht, ob alle jetzt verstehen, was bedeutet Hassan, was bedeutet Sahih. Aber mindestens diese Überlieferung ist anzunehmen und zu praktizieren. Das heißt, wenn wir dann wissen, dass der Prophet sagte, meine Umma wird sich spalten. Und wenn er sagt, meine Umma, das bedeutet, diese Leute sind Muslime. Die sind nicht vom Islam jetzt ausgeschlossen. Die bleiben im Kreis des Islam. Die sind alle Muslime, aber die spalten ihre Religion. 72 gehen in die Hölle, eine kommt ins Paradies. Und ja, wenn wir das haben, das bedeutet, es gibt dann Rechtleitung im Islam. Damit du nicht in diesen 72 Wege oder Gruppierungen kommst, du willst natürlich die Wahrheit haben und du willst die errettete Gruppe haben, indem du auf diesem Weg bleibst. Dann gibt es eine Rechtleitung im Islam. Aber wie kann man wissen, dass man rechtgeleitet ist im Islam? Im Islam, wie man das wissen kann. Erstens, Barakallahu fikum, die Rechtleitung im Islam fängt an, dass du dich um das darum kümmerst, was für dich wichtig ist für deine Religion. Hier fängt das an. Dass du schlau bist. Du weißt, das ist für mich richtig, das ist für mich falsch. Zweitens, du suchst nach dem Beweis. Drittens, du verstehst den Beweis richtig. Nicht jeder, der einen Beweis bringt, dann versteht er richtig. Es gibt viele Leute, die Beweise holen und die, wal'iyadu billah, die verfälschen die Bedeutung oder die verstehen das nicht. Viertens, du hältst dich an die Beweise und ein richtiges Verständnis der Beweise, das bedeutet, du praktizierst das, was du lernst. Fünftens, du versuchst, dich zu verbessern in deiner Religion, du suchst nach Wissen, in deiner Praktizierung, du machst bessere, richtige Handlungen, was Allah uns befohlen hat, und du versuchst auch, dein Charakter, dein Benehmen zu verbessern. Dann, du bist treu zu deiner Religion, treu zu deiner Religion, und du fängst immer bei dir selbst an. Wenn du rechtgeleitet bist und du sagst den Leuten, das ist richtig und das ist falsch, das dürft ihr nicht. Wenn die Leute das von dir annehmen, Alhamdulillah, du hast etwas Gutes geleistet. Wenn sie von dir nicht annehmen, dann hast du deine Pflicht gemacht. Es schadet dir dann nicht, dass sie irre gegangen sind. Jetzt die Bedeutung ist klarer geworden von dieser Eier. Das heißt, wenn du auf dem richtigen Weg bist und du sagst den Leuten, das sagt Allah, das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so haben die Gefährten, Gefährten von Gefährten, Gefährten von Gefährten das verstanden. Das ist der Weg. Wenn die Leute das annehmen, dann wirst du dafür belohnt. Wenn sie das nicht annehmen, du hast deine Pflicht getan und es wird von dir nicht mehr verlangt. Es wird von dir nicht mehr verlangt als dies. Deshalb, Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte etwas Schönes. Er sagte, derjenige, der die Sunna praktiziert, sagt den Leuten, wenn die Leute von ihnen annehmen, dann ist gut. Wenn sie ablehnen, dann hat diese Person seine Pflicht erfüllt. Du sagst einer Person, so betet man. So fastet man. Oder diese Aussage oder diese Ansicht, diese Meinung ist falsch. Wenn diese Person nimmt, mit Beweisen sagst du das, nimmt er, Alhamdulillah, nimmt er nicht, dann hast du deine Pflicht
erfüllt. Du bist nicht verpflichtet, die Leute zu ändern. Sowieso, du kannst das nicht, weil die Änderung nicht von dir kommt. Du kannst nur zeigen, aber die Änderung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese zwei Punkte oder Merkmale, was ich hier erwähnt habe, die gelten auch für deinen Charakter. Die gelten auch für dein Benehmen. Das bedeutet, du fängst an, erstmal, das heißt, ich muss mich ändern, benehmensmäßig. Und wenn mein Benehmen gut geworden ist, da, wenn die anderen Leute auch schlechtes Benehmen haben, das ist ihre Sache. Aber ich halte mich an diese Regeln. Drittens, der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns ein sehr schönes Hadith erzählt. Und zuletzt sagte der Prophet Muhammad s.a.w., du sollst von dir das verlangen, was du von den anderen verlangst. Und du sollst mit den anderen so umgehen, wie du dir wünschst, dass die anderen mit dir umgehen. Nochmal. Du sollst von dir verlangen, von dir selbst, verlangen, was du von den anderen verlangst. Positiv im Sinne, nicht negativ. Und du sollst mit den anderen so umgehen, wie du dir wünschst, dass sie mit dir umgehen, dass die anderen mit dir umgehen. Und wenn wir diesen Punkt nur in unserem Leben praktizieren, dann werdet ihr uns sehen, dass wir total andere Personen werden und total andere Leute. Warum? Weil wir dann die Grundlagen haben. Wir versuchen uns zu ändern, wir versuchen rechtsgeleitet zu bleiben, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten und wir handeln nach unserer Religion, indem wir, ich möchte, dass die Leute mir Respekt schenken, dann schenke ich ihnen Respekt. Ich möchte, dass sie mit mir ehrlich sind, dann bin ich zu ihnen ehrlich. Ich möchte, dass sie mir helfen, dann helfe ich ihnen. Ich möchte, dass sie mir keine schlechten Wörter sagen, dann sage ich ihnen auch keine schlechten Wörter und so. Und denkt an diese drei Punkte, wenn wir das schaffen in unserem Leben. Glaubt mir, natürlich mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir total andere Personen werden. Und Al-Mu'min ist derjenige, der versteht und der richtig praktiziert, weil er ins Paradies kommen möchte. Der will nicht sein Leben verlieren. Das ist ein Konzept in drei Punkten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. والحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والجنة.